Aus altem Brot lässt sich aber noch einiges machen. Viel mehr als nur Paniermehl oder Semmelknödel. Daniel Antes aus Frankfurt zeigt uns ein paar Alternativen. Frankfurter Nordend unterwegs mit einem, der Brot erbetteln will, bei einer Bäckerei. Wir holen die Körnerkruste ab, so heißt die bei denen. Das ist ein Mischbrot, mit dem wir jetzt schon erfolgreich experimentiert haben. Brot für Experimente? Wo gibt's denn sowas? Hier, Zeit für Brot heißt die Biobäckerei, die ihr Mischbrot mit den Körnern abgibt an Daniel Antes. Das Brot sei über, sagt Verkäuferin Magdalene Mumme. Die Kunden wollten nur frisches Brot. Was zu viel gebacken wird, ist schnell unverkäuflich. Wir geben es ja auch an die Tafel. Also wir tun alle möglichen Dinge, um nichts wegzuschmeißen. Nächste Station, eine Brauerei. Denn Daniel Antes will Bier brauen. Und zwar aus diesem Brot, der Körnerkruste. Dann haben wir keine Körner im Bier nachher? Nee, das geht alles unter im Zuge des Brauprozesses, keine Sorge. In der Szene-Brauerei Braustil, ein paar Häuser weiter, nehmen sie das Brot, nachdem es etwas getrocknet ist, und tun es in den Schredder. Ja, ist gut. Ist nicht zu feucht. Mikrobrauer Tobias Reul hat ein Rezept entwickelt. Nun testet er das, zusammen mit Björn Thöm von der Brauerei Braustil. Können die Brotreste herkömmliches Braumalz ersetzen? Die Manufaktur hat schon einige besondere Biere kreiert, aber da war der Braumeister erstmal skeptisch. Was ich mir einfach in dem Moment dann aber nicht vorstellen konnte, auch von der technischen Seite her. Und dementsprechend ja, musste da bei mir erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden, halt auch einfach zu gucken, ob es machbar ist. Kaputt gehen könnte es nur, wenn es so dickflüssig wäre, dass in dem Fall, wie es hier ist, das eben gepumpt wird, dass die Pumpe es nicht mehr schafft. Aber das war eben das, was wir im kleinen Maßstab dann erstmal ausprobiert haben. Hopfen, Hefe, Wasser und Gerstenmalz, daraus besteht ein Bier normalerweise. Ein Teil des Malzes wird jetzt durch Brot ersetzt, und zwar 30%. Bier und Brot sind geschichtlich eng verbunden. Man nimmt an, dass irgendwo ein Eimer oder ein Becken Wasser war, wo einfach ein Laib Brot reingefallen ist, versehentlich, lang genug da lag, weil es keiner bemerkt hat. Und irgendwann durch die Temperatur, die Außentemperatur, hat es halt angefangen dann zu gären. Und man hat dann das Brot trotzdem noch essen müssen, weil nicht genug da war, dass man es hätte wegwerfen können. Und hat dann gemerkt, Mensch, irgendwie macht es ja Spaß, dieses Brot zu essen im Vergleich zu sonst. Und dann ausprobiert, dass man das wiederbringen kann. Lebensmittel retten und dabei ein Stück Geschichte wiederentdecken. Zu Brot, Braumalz und Wasser kommt der Hopfen. Dann lassen wir das Brotbier sich entwickeln. Daniel Antes hat diese Sache angestoßen. Wie kann man Lebensmittelreste nutzen? Dafür entwickelt er Ideen wie das Bier oder diese alternative Imbissbude. Und zusammen mit seiner Freundin Katharina Schulenburg hat er ein Buch geschrieben, ein Kochbuch gegen die Lebensmittelverschwendung weltweit. Wäre die Lebensmittelverschwendung ein Staat, dann wäre sie der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen und damit ein Riesenförderer des Klimawandels nach den USA und China. Das muss man sich mal vorstellen. Also die CO2-Emissionen, die aufgrund unserer Verschwendung von Lebensmitteln entstehen, sind auch ein Vielfaches größer als der ganze Staat Deutschland selbst, Industrie und alles inbegriffen. Wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, nachdem wir das erste Mal bei einem Bäcker abends waren und das restliche Brot mitgenommen haben. Also wir haben das über Foodsharing damals gemacht. Das heißt, man fährt abends, wenn der Bäcker gerade zumacht, fährt man dahin und kriegt die Sachen mit. Und wir hatten uns angemeldet und haben vermutet, dass wir da jetzt so eine Tüte voll Brot bekommen. Und nachher war unser ganzer Wagen voll. Also wir haben so einen kleinen Wagen und der war einfach bis oben hin voll mit gutem Brot, guten Brötchen, Teilchen, alles Mögliche, was man sich da so vorstellt. Und das war ein ganz, ganz kleiner Bäcker hier in Frankfurt. Und da sind wir so das erste Mal wirklich ans Nachdenken gekommen. Allein 1,5 Millionen Tonnen Kartoffeln, 60.000 Laster voll, gehen jährlich in Deutschland bei der Produktion von Chips und Pommes verloren, schreiben sie im Buch. Etwa weil sie ungewöhnliche Formen haben, wie diese Tomate oder diese Möhren. Im Supermarkt gibt's sowas gar nicht. Wir haben da so Schönheitsideale in so einem Kopf gebaut, die eigentlich vollkommen falsch sind, weil von den Nährwerten und vom Geschmack her ist diese Tomate genauso gut wie jede andere Tomate auch. Und man kann mehr verwerten, als man denkt. Aus dem Grün der Möhren entsteht ein Pesto. Und es steht in Sachen Vitalstoffen den Möhren in nichts nach. Man spart Ressourcen, man spart Geld und es schmeckt. Wie auch der Tomatensalat, bei dem altes Brot zu Croutons wurde. Kann man durch Kochen die Welt retten? Das geht nur ein bisschen, sagt Daniel Antes. In dem Blog Shoutout Loud planen sie mit Gleichgesinnten Aktionen und haben auch politische Ideen.
Wir haben Staaten wie Frankreich oder Italien, die schon Gesetze erlassen haben. Die sind schon viel weiter als wir, die es dem Handel beispielsweise verbieten, Sachen wegzuschmeißen oder Steueranreize in Aussicht stellen, wenn man weniger Müll produziert. Also wir haben schon auch progressive Schritte auf Gesetzesebene, auf politischer Ebene, wo wir uns ein Beispiel nehmen könnten. Was ist eigentlich aus dem Brotbier geworden? Bei der Probe findet Brauer Tobias Reul poetische Worte. Das kann er, denn er ist auch gelernter Biersommelier. Ja, dann umschreiben Sie es mal blumig. Wir haben, wie man sieht, einen schönen, feinen, cremigen Schaum. Es ist in der Nase, hat schon so ein bisschen Brotteig-Aromen, die aber auch daher kommen, dass wir eben entsprechende Malze verwenden. Es hat eine sehr, sehr feine Perlage oder Kohlensäure. Es hat eine ganz leichte, frische Säure, spritzig zum Antrunk und macht es dadurch eben gut trinkbar, auch für den Sommer. Dann Prost. Na dann Prost und bitte austrinken. Wir wollen ja keine Lebensmittel verschwenden.